Sie machen immer solche Formulierungen, die nicht stimmen. Ohne, weil diese Euro-Rettungspolitik rechtswidrig ist. Alice Weidel hat kurzen Prozess in dieser Fernsehsendung gemacht. Sie hat sich alleine gegen alle anderen Studiogäste durchgesetzt. Wir schauen jetzt rein in dieses brillante Video. Lassen Sie davor noch ein Abo da und jetzt geht's los. Wir müssen erst mal sehen, und das sieht man auch schon an dieser Debatte, es geht gar nicht um das Wir, Ihr und um die Parteien, sondern es geht in erster Linie um unser Land und um den Bürger. Und dieses Land hat eine Politik verdient, die dieses Land wieder zukunftsfähig macht. Und wir beobachten, dass die Politik der Bundesregierung in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen sehr viel hat liegen lassen und auch Politik betreibt, die unseres Erachtens rechtswidrig ist. Wenn wir uns die Politik beispielsweise der komplett verunglückten Flüchtlingskrise anschauen, dann müssen wir einfach konstatieren, dass seit 2015 bis heute nur 0,5% der Menschen, die das Recht auf Asyl geltend gemacht haben, nur 0,5 nach deutschem Asylgesetz überhaupt anerkennungswürdig sind. So, und damit, mit Blick auf die Kriminalstatistiken, sieht man ganz klar, dass infolge der Politik der offenen Grenzen, weil die Menschen kommen unkontrolliert, teilweise auch ohne Papiere in unser Land, dass sich dadurch die Kriminalitätsrate deutlich verschlechtert hat. Für gewöhnlich sagt man, ordnet man jemanden. Das sind die Kollegen von Frau Weidel, die sie mitgebracht hat, nur um gleich klarzumachen, warum hier aus welcher Ecke geklatscht wird. Vielleicht entwickelt sich das nachher auch noch in eine andere Richtung, dann sage ich auch noch was dazu. Wir werden jetzt Alice Weidel ihren genialen Gegenschlag anschauen. Davor möchte ich mich aber noch ganz persönlich bei Ihnen als Zuschauer bedanken, wenn Sie sich schon eine Patientenverfügung zugelegt haben. Damit schützen Sie sich in Zukunft vor einer ungewollten Impfung oder sogar einer Organspende. Solch eine praktische Patientenverfügung für den Geldbeutel finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Und jetzt geht's weiter mit diesem sensationellen Video. Wir müssen einfach sehen, dass im Bundesetat für den Kampf gegen rechts 100 Millionen freigemacht werden, dass durch diese Bundesregierung die Extremismusklausel abgeschafft wurde und dass eben auch linksextremistische Organisationen, die sich da ja auch auf dem G20-Gipfel ja so wunderbar breit gemacht haben und diese Stadt, die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, ja, dass sie dadurch natürlich auch indirekt finanziert werden. Die AfD bewegt ja schon vor allen Dingen die Nichtwähler. Das können wir beobachten an der Wählerwanderung. Also sie trägt einen gehörigen Teil zur demokratischen Debatte bei und vor allen Dingen auch endlich mal zu einem nicht alternativlosen öffentlichen Diskurs, den wir eben wollen. Und lassen Sie mich bitte noch eins sagen. Ich bin ja eben, konnte darauf ja noch nicht antworten. Herr Kauder hat die AfD als nicht demokratische Partei bezeichnet. Das finde ich deshalb sehr erstaunlich, weil Sie Teil einer Bundesregierung sind, die debattenlos eine in meinen Augen völlig rechtswidrige Euro-Rettungspolitik seit Jahren betreibt. Sie ist rechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat dort sich auch sehr oft beschäftigt. Hat sie es nicht und als rechtswidrig bezeichnet? Nicht, hat sie eben gerade nicht als. Ja. Sie machen immer solche Formulierungen, die nicht stimmen. Ohne Debatten. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, dass es nicht rechtswidrig. Ich habe sie eben auch ausgedrückt. Nein, Sie haben gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat es bescheinigt rechtswidrig. Das stimmt nicht. Muss sogar ich sagen. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Aber das nehmen Sie hin, dass Sie hier zu Recht korrigiert worden sind. Natürlich nicht, weil diese. Sie haben eine andere Entscheidung in Erinnerung. Weil diese Euro-Rettungspolitik rechtswidrig ist. Wir haben die europäischen Verträge. Nein, aber dass das Verfassungsgericht anders entschieden hat, das
nehmen Sie hin. Das muss man eben so akzeptieren. Ah, aber dann muss man auch wieder vor, das Bundesverfassungsgericht. Sie haben gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, unsere Politik war verfassungswidrig. Diese Aussage ist schlicht falsch. Wenn Sie sich in der Materie auskennen würden, Herr Kauder, dann wissen Sie, dass in den europäischen Verträgen erstens steht Artikel 123, 125, erstens die No-Bail-Out-Klausel. Kein Staat darf für die Verbindlichkeiten eines anderen Staates aufkommen. Und Sie tun das genaue Gegenteil. Es ist wirklich jedes Mal eine Freude, Alice Weidel in diesen Fernsehsendungen zu sehen. Wenn Sie mir hier zustimmen, dann geben Sie dem Video doch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video.